Forest Brown Cello. Before higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Lass uns einfach loslegen. Erstmal die Sprache umstellen, weil mein Steam läuft auf der russischen Sprache. Und ich werde jetzt die ganzen Einstellungen erstmal auf Fullscreen setzen. V-Sync auf jeden Fall an. Auf erweiterte Einstellungen gehen wir. Und ich würde gerne alles auf Ultra haben. So. Anwenden. Ja. So, Steuerung muss ich auch einmal gucken. Duppeln, rutschen, bewegen, greifen, rufen, rennen. Taschenlampe, springen, umschauen. Okay. Alles klar soweit in der Steuerung. Mal sehen. So, ich bin echt gespannt. Entweder habe ich meine Brille nicht an und ich sehe gar nichts. Das ist so blur alles. So verschwommen. Oder das ist in Wirklichkeit so. Aha, das ist schon das, was wir im Trailer gesehen haben. Bestimmt ist dieser Fernseher so ein Teleport oder so. Okay, lass mal so langsam anfangen. Ein bisschen bewegen. Ein bisschen gucken. Aha, das ist Rufen. Jo, jetzt rufen wir alle Monster erstmal auf. Rennen, ja, sehr gut. Das gefällt mir so, dass er so auch sliden kann. So gleiten. Okay. Zack. Hier sieht man auch so viele Käfige. Aha, wie ging das denn nochmal? genau. Hey! Okay, halten. Ja. So creepy hier. Die ganze Wurzeln und so. Ja, ganz schön ducken jetzt. Jo. Yep. Ich habe mir so gedacht, vielleicht ist hier irgendwie so eine Falle, aber anscheinend nicht. Müssen bestimmt noch ein paar Easter Eggs aufsuchen, weil ich versuche möglichst schnell das Spiel heute durchzuzocken, also das Demo-Spiel, Demo-Version, und auf jeden Fall, das ist die Demo-Version, die ich zum ersten Mal spiele, und ich würde gerne noch einmal das Spiel vorbestellen, das habe ich auch schon mal gesagt. Mal die Kiste umhauen, bisschen ziehen. Jo. Und drauf jumpen. Ja, erstmal nichts Schwierigeres. Ganz einfach. Okay. Aha, oh Scheiße. Schneller. Ah, fuck. Komm, noch ein bisschen. Oh, Mann, ey. Ja. Forest, lauf. Run, Forest, run. Schneller.
vielleicht sogar. Lieber nicht. Doch, doch noch geschafft. Ja, die Demo-Version sieht auf jeden Fall gut aus. Der Soundtrack war auch richtig cool. Und Grafik an sich. Ich glaube, das Spiel wurde mit. Ja, ich heiße das Programm nochmal. Mit Unity gemacht, habe ich gehört. Ich würde gerne irgendwann auch versuchen, diese ganzen Spiele selber zu programmieren. Ich habe mit GameMaker angefangen, macht auch richtig Spaß, aber da programmiert man nicht so wirklich. So, was ist denn hier los? Bestimmt muss ich hier mal. Wie ging das denn nochmal? Aha, ja, hier halten, drehen. Ich bin so ganz neu, was Gamepads angeht. Damit habe ich nie im Leben gezockt. Nur an ganz alten Konsolen, was wie Nintendo oder Dings hier, Sega Mega Drive. Und das ist mein erster Controller, was ich jetzt hier in der Hand habe. It was at this moment that he, ja, und vielleicht schaffen wir das. Richtig schlau, einfach zu springen. Okay, der ist schon frustriert, was gleich kommt. Okay, vielleicht kann man hier irgendwie langsam runter. Oh, okay. Ja, jetzt nicht verrecken. Okay, das ging noch. Okay, jetzt langsam nach oben wieder klettern. Ja, und ich bin so neu in diesen Gamepads, wie gesagt, und so viele Jahre habe ich jetzt auf Tastatur gezockt und mit der Maus. Ja, und jetzt muss ich mich zurecht finden, wie das geht überhaupt. Bis jetzt klappt das gut. So, jetzt. Uff, Scheiße. Habe ich mich erschrocken. Mann, ey. Aha, hier sieht es schon nicht so gut aus. Ich habe da so ein bisschen Angst. Vielleicht brauche ich einen Schuh zu werfen oder so. Okay, komm mal mit. Ja, und jetzt werfen. Wie ging das nochmal? Sheesh. Okay. Interessant, was würde denn passieren, wenn ich würde da einfach reinspringen? Soll ich dann von vorne anfangen oder was? Okay. Aha, langsam, langsam. Zack. So dunkel. Aha, hier sind Fallen. Habe ich hier irgendwie so einen Stock oder einen Schuh oder was weiß ich? Aha. Ja, wie gesagt, Leute, ihr seht das. Ich bin nicht so stark in Joysticks. Ich muss mal das Ganze nochmal lernen, üben. Wie geht es denn nochmal? Ja. Und im Spiel steht auch, man soll am besten so ein Gamepad zocken, weil es irgendwie besser geht. Ja, mal sehen. Ich glaube, hier ist ja auch klar. Stab nehmen. Hauen, dann können wir bestimmt hier durch. Zack. Also Leute, ratet mal was, ich habe mir Little Nightmares als Demo-Version geholt
Und ich bin natürlich sehr gespannt, was hier passiert. Was ich auch versprochen habe und getan habe, ich habe dieses Spiel vorbestellt. Und es ist so cool, also Vorbestellung hat einfach nur einen Vorteil, dass ich werde als allererster das Spiel anfangen zu zocken können. Und das werde ich auch natürlich sofort mit euch mitteilen. Und natürlich, wenn es am 11. Februar, glaube ich, soll es rauskommen. Und ich werde vielleicht am 9. oder am 10. schon spielen können. Das ist das Vorteil davon. Okay, wir sind schon so weit, dass wir zu dem Haus gekommen sind. Ist wieder so alles verschwommen. Wir sehen alles nur vorne neben uns. Und so ein bisschen Licht. Okay, mein Herz schlägt so langsam schneller. Ja, die Hände fangen langsam an zu schwitzen. Hier gibt es so viele Kästen, bestimmt waren hier auch viele Kinder. Ja, und dann habe ich auch gehört, dass wir eventuell hier auch die Six finden können. Also das ist das kleine Mädchen, die ihr im ersten Teil gesehen habt. Wenn ihr Lust habt, das erste Teil zu sehen, dann werdet ihr bestimmt das hier gleich als Infokarte oben sehen, ne? Dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr da sehen, was ich alles in Little Nightmares in dem ersten Teil gemacht habe. Jo, aber jetzt gehen wir erstmal weiter in die Küche und natürlich erstmal zum Kühlschrank. Mal sehen, was für ein Scheiß ist da drinne. Das Spiel ist so dunkel, ich sehe kaum was. Ich muss mal ein bisschen näher kommen. Milch oder so, ein bisschen Fleisch. Ja, und überall diese Fliegen, das ist so ekelhaft. Wirklich. Können wir Schalter anmachen? Nee, bestimmt geht das nicht. Na gut, weiter geht's. Die erste Tür, na dann lass mal reingehen. Oh, schisch. Ich laufe einfach weiter. So. Zack. Und sofort nach rechts. Kann ich ihn nehmen? Oh, das klappt sogar. Und jetzt. Oh. Das erinnert mich an diesen Film. Ich weiß schon nicht mehr, wie das heißt. Shining, glaube ich, heißt das. Wo der heftigste Schauspieler, der sieht immer so verrückt aus. Lass mal ein bisschen ausprobieren, wie das. Zack! Okay. Zack. Wow. Hier ist Johnny. Bam. Ich glaube, das ist wirklich diese Six, was ich erzählt habe. Ich weiß nicht, warum wir eine Tüte auf dem Kopf tragen, aber ja, komm mal her, komm raus. Wir tun dir nichts. Na? Alles gut, alles gut. Natürlich jetzt weglaufen, ne? Ja, wenn wir die schon jetzt treffen, dann ist das 100% Six. Und ich kann hier ein bisschen schaukeln. Ah, guck mal, die läuft uns weg. Schade. Mit dem Messer hinterherlaufen. So ein richtiger Maniac. So. Sind auch im Haus überall Bilder und überall komische Sachen, Fotos und so. Okay, ich gehe nicht hier hinterher, ich laufe mal hier rein und sehen, was da alles liegt. Was ist das denn? So komische Sachen hier. Alles so dunkel. Was ist das? Oh. Setze gesammelte Hüte in
Pausen in den Augen. Okay, lass mal gleich ausprobieren. Aha, hier siehst du. Ah. Können wir hier gleich das Gesicht von dem jungen Mann sehen? Nein, ich glaube nicht. Später müssen wir sowieso einmal das ganze Spiel von vorne zocken. Wie gesagt, ich werde nach Easter Eggs suchen, also nach irgendwelchen coolen Sachen. Und vielleicht finden wir eine neue Hütte oder vielleicht neue Skins, wer weiß. Also mal sehen. Ah, ich glaube, die sind nicht lebendig. Komm. Ah, da ist die Six. Mal sehen, was ist da oben. Ja, ich bin da. Hey, hey. Hier kriegst du. Zack. Das ist das Käse, oder? Oh, das ist ein Pierogi. Bäm. Kuchen mit Kochengeschmack. Ah, ich kann nicht auf sie klettern. Na gut, weiter geht's. Und nochmal nach oben. Na gut. Ich dachte, vielleicht gibt es da diese extra Punkte oder sowas, wie im ersten Teil, wo du reinspringst und die Flasche zerbrichst. Und da bekommst du Pluspunkt oder sowas, weiß ich schon nicht mehr. Schon so lange nicht mehr gezockt. Hey! Ja, ich bin da! Ah, sie will, dass ich nach oben das springe. Jo. Teamwork! Fast in die Fresse bekommen mit dem Schuh. Okay, ja, natürlich, ich muss jetzt als allererster, ne? Bestimmt hier einen Schlüssel finden. Und nach oben natürlich klettern, genau auf dem Dach hier. Jawohl. Ups, zu weit. Ah, da geht's auch nicht. Okay, wir sind hier ein bisschen eingeschränkt. Na, kommst du mit? Muss ich schreien oder? Oh, top. Oh, okay. Ich glaube, hier kommt nicht so wirklich was. Ich glaube, ich muss nicht mal so langsam sein oder Angst haben. Ah, okay. Du brauchst Hilfe. Komm. Machen wir zusammen. Cool. Na, was los? Nochmal, komm runter und schieb. Überall Leichen, aber das sind keine normale Kinderleichen wie im ersten Teil, sondern hier sind irgendwie, glaube ich, Erwachsener oder so. Aha, hier kann ich klettern. Für später. Mhm, alles logisch. Kann ich hier runter? Da drunter gehen? Nee, geht nicht. Ah! Mann, was ist das denn? Bin ich dumm. Einfach hochklettern. Okay. Runter. Ja, ich will aber nicht alleine gehen, Bros. Warum soll ich alleine gehen. Okay. Langsam erstmal. Aha. Sie tut nichts. Gut. Gib her. Wir nehmen das. Wir brauchen das. Come on. Ja. Ja. Und das reicht.
Okay, das Teil haben wir mitgenommen. Und jetzt können wir bestimmt jetzt weiter. Okay, hoch, come on. Schneller. Und six, genau. Okay, ein bisschen falsch. Kriegst du? Boah, das war knapp. Interessant, könnte ich sie töten? Das wäre nicht so gut. Na komm, Kletter. Also ich muss mit der Steuerung erstmal so ein bisschen klarkommen. Zack. Schlüssel hier in der Tasche. Oh, guck mal. Das haben die aber verbessert. Früher müsste man diesen riesigen Schlüssel immer so tragen in der Hand und immer hin und her schmeißen. Das war so unbequem. Aber jetzt hat er das einfach so bei sich und kann sich frei bewegen. Okay. So, wie gehe ich runter? Wie geht das? Das war gut. Okay. Lass mich probieren. Oh, gut geklappt. Sehr gut geklappt. Weiter geht's. Jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass sie hier fallen sind. Okay. Ja, die geht einfach oben drauf. Ja, dann gibt es bestimmt keine Gefahr. Wir können entweder hier rein. Ja. Oder wir können einmal hier zum Schreck-WC gehen. Kennt ihr das? Somebody want es. Da ist schon die Grenze, also kein Open World, Leute, hier. Oh, guck mal, ich kann nach oben springen. Zack, ist auf. Aha, was haben wir hier dann verloren? Toilettenpapier. Genau das brauchen wir. Corona-Zeit, wisst ihr ja, ne? Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, weißt du? Gibt es noch was wir hier gebrauchen können? Nö. Was können wir auch nicht. Ach ja, wait a minute. Komm mit. Und wieder das gleiche. Schade, dass man das nicht zu zweit zocken kann. Ich dachte, ich würde mit Kumpels oder zu Hause mit jemand gemeinsam zocken, aber leider kann es nur als Einzelspieler mit Six zusammen zocken. Und das ist sehr traurig. Ich dachte, man könnte zusammen Spaß haben. Okay. Hier ist der Jäger. Okay, slowly, slowly. Ganz langsam, Bro. Jetzt darf ich nicht Dummheiten machen. Okay, wie geht das nochmal? Ich hab verdammt nochmal vergessen, wie geht das noch? Ja, mach doch auf. Hier vielleicht. Nee, das geht nicht. Ah, Scheiße! Was? Ah. Oh, erledigt. Ah, verdammt. Oh, Gott sei Dank, nicht von vorne. Okay. Wieder zu zweit langsam. Das muss irgendwie aufgehen. Komm, hilf mir. Ja, komm, komm. Scheiße, er hat uns, glaube ich, gesehen. Ah, fuck. Wir müssen laufen. Laufen. Komm, weiter. Fuck. Was ist los?
Ja, genau, lass mich alleine. Ja, genau. Ah, shish. Ja, komm weiter, komm weiter. Uff. Weiter, weiter. Komm. Verstecken schnell. Ah, scheiße. Okay, komm hier runter, runter, runter. Schneller! Six, was stehst du da? Interessant, wenn sie stirbt, sterbe ich auch dann. Muss ich auch von vorne anfangen. Okay, jetzt ein bisschen ducken, verstecken, nichts machen. Das ist aber echt creepy, ne? Das sind riesige Augen hier. Ja, was machen wir jetzt? Beste müssen wir auch hinter ihm laufen, ne? Ne, Bros, darauf habe ich gar keinen Bock. Aber gut, Six, du kannst mitkommen. Okay, gleiches Schema. Langsam. Langsam. Vielleicht hört er uns nicht. Ah, scheiß Rat. Okay. Nicht bewegen. Okay, jetzt können wir weiter. Ja. Müssen wir bestimmt in eine Position verharren, wenn das Licht auf uns kommt. Ja, langsam. Okay. Ja, und was jetzt? Da gibt's schon kein Gras mehr. Okay, ich gehe einfach vorwärts. Einfach vorwärts. Scheiße, Mann, jetzt schnell. Ja, komm, wir laufen. Wir laufen. Jetzt. Yes. Nein! Nein, du willst mich doch verarschen. Nö. Kann doch nicht wahr sein. Okay, gleiches Spiel nochmal von vorne. Hm, das kennen wir schon. Ja. Okay, los geht's weiter. Also echt, diese Grafik ist echt geil. Natürlich zu viel dieses Rauschen und zu viel in diesem verschwommenen Sicht, Ansicht. Aber so ist es eigentlich cool. Okay, komm, komm, bisschen noch, yeah. War's schon? Oh man. Ich dachte, wir können ein bisschen länger spielen. Aber gut. War nicht schlecht. Finde ich geil. Sehr gespannt, was im Februar passieren wird. Weil da werden wir als allererste die zweite Teil zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Like geben. Mit Freunden teilen. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr genau sehen. Genau. Und dann sehen wir uns. Mach's gut!